Ein vermutlich gestohlenes Auto lässt Florian Winter und Robin Sturm jetzt die Bekanntschaft mit einer Fahranfängerin machen. Ich habe ein ganz kleines Problem, und zwar mein Auto ist weg. Ich habe das hier geparkt, also ich meine auf jeden Fall, aber... Sie meinen? Ja, okay. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es stand hier auf jeden Fall. Jetzt steht auf jeden Fall kein Auto hier. Ja. Okay, Sie sind sich auf jeden Fall komplett sicher. Wie, was für ein Auto? Ein Golf. Golf. Schreib mal mit, ne? Rot. Ja, wer kennt es nicht? Man fährt in eine Garage, Tiefgarage, Parkhaus und kommt dann wieder und man findet sein Auto nicht. Ist mir selber auch schon passiert. Parkhäuser, die unterschiedlichen Etagen sehen, oft zu verwechseln ähnlich aus, vielleicht nur durch Farben gekennzeichnet. Hier war es jetzt so, es wäre auch möglich gewesen, dass man sich hier vertan hat. Die Frau konnte aber glaubhaft versichern, dass es wirklich die Parklücke war, wo ihr Wagen gestanden hat. Und dementsprechend sind wir jetzt hier von einem PKW-Diebstahl ausgegangen. Da die Fahranfängerin das Kennzeichen nicht nennen kann, kontaktiert sie ihren Vater, dem sie aber den mutmaßlichen Diebstahl erst einmal verschweigt. Zeitgleich ereignet sich am anderen Ende des Parkplatzes der nächste Zwischenfall. Wir kommen gerade richtig. Wozu denn? Mir ist jemand in mein geparktes Auto gefahren. In Ihr Auto? Ja, irgend so ein Idiot. Der hat die Tür aufstehen lassen, ist verschwunden. Ich kann hier keinen entdecken. Okay, welches auf wo? Dem Parkplatz. Hier vorne. Das da hinten da, rechts. Da, wo der Rote steht, der ist da voll reingefahren. Ist das ein Golf? Ja, es ist ein Golf. Mein okay. Ist ein Golf. Vielleicht sehen Sie das schon mal aus der Entfernung. Das ist Ihr Fahrzeug? Vielleicht? Ja, das ist mein Auto. Okay, also Farbe passt schon. Sie sind die Verursacher. Nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo, junge Frau. Junge Frau. Ich bin nicht damit gefahren. Wollen Sie mal ganz kurz hören? Kann das Auto fliegen? Sie haben doch gesagt, da saß einer drin. Nein, keiner. Ich habe keinen gesehen. Ich komme gerade vom Geschäftstermin und ich muss auch weiter. Ja. Ich habe keine Zeit. Schauen Sie, okay. Die ganze Seite. Ja, wir gucken erstmal, welches Auto hier in ihn reingefahren ist. Oh ja, hier okay. Alles kaputt. Ja, hier hat es ordentlich gescheppert. Ja, aber man sieht doch ein geparktes Auto. Das kann okay. Doch nicht sein. Guck mal rein in den Wagen. Ich schau mal. Der ist nicht mit dem Schlüssel entwendet worden, sondern guck mal, der ist kurz geschlossen worden. Siehst du da unten die Kabel? Der Wagen ist kurz geschlossen worden. Die Luke auch. Sehen Sie da die Kabel, die da unten raushängen? Das bedeutet, dass da jemand ohne Schlüssel. Ist da irgendwas drin? So eine Jacke. Dass jemand ohne Schlüssel mit dem Wagen gefahren ist. Naja, deswegen ist er einfach. Zigaretten habe ich hier noch. Brauchen Sie? Ja. Okay. Ich habe die extra drin gelassen in dem Vorstellungsgespräch. Okay, haben Sie vorher noch mal zur Beruhigung genommen? Genau. Da ist aber Blut. Okay. Guck mal hier. Ja. Hast du gesehen? Ja, jetzt sehe ich es. Da hat sich einer beim Aufprall leicht verletzt. Haben Sie eine verletzte Person hier gesehen vorher? Nein, also, Sie haben nichts niemanden gesehen. Also, ich bin auch noch nicht lange hier. Da ist mir Ihr Auto aufgefallen und dann bin ich direkt drüber gelaufen. Aber hier ist ja doch. Doch, guck mal hier. Hier ist noch Blut. Ist ja ein bisschen Fuchs, ne? Nee, kein Fuchs, aber. ich merke gerade. Ich muss einfach nur die Augen aufmachen. Guck mal her. Hier, du kannst da suchen. Hier ist eine Blutspur. Ich weiß ja nicht, was du suchst. Ja, ich. Auf jeden Fall führt das hier in die Richtung. Willst du mitkommen? Ich komme mal mit. Ja. Bleiben Sie erstmal hier beim Auto? Ja, kann ich machen. Das finde ich gut. Warte mal, da kommt der Krankenwagen. Ja. Wer hat den denn gerufen? Haben Sie einen Krankenwagen gerufen? Von den Sanitätern und den Kollegen der Leitstelle erfahren die Beamten, dass der Rettungswagen anonym bestellt wurde. In unmittelbarer Umgebung stoßen Robin Sturm und Florian Winter auf eine verletzte junge Frau. Hallo? Alles gut? Ja, alles gut. Danke. Sie haben so eine Wunde im Gesicht. Was ist denn passiert? Ich bin Robin. Gestolpert. Ja? Sind gestolpert? Jetzt warte, Sonny, komm. Nee. Sollen wir uns das mal angucken? Hallöchen. Ja? Hallo. Würden wir einmal Ihre Wunde versorgen? Ja. Sie sind wer? Sarah. Sarah Walter? Falke. Was? Falke. Falke. Haben Sie Alkohol getrunken, Frau Falke? Nein. Riecht ganz schwer nach Alkohol. Ich dachte, mach dir mal Platz. Ja. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen? Riechst du das? Ja, ich hab's schon gerochen. Ein bisschen? Was heißt ein bisschen? Ein Sekt oder Wein oder sowas. Wo haben Sie die Wunde her im Gesicht? Ich bin gestolpert vorhin, ich bin auf den Bordstein geknallt, deswegen bin ich auch, ich würde gerne einfach nach Hause. Wo ist der Bordstein denn? Schlafen, da vorne. Da hinten? Ja. Sind Sie vorher, bevor Sie auf den Bordstein gefallen sind, gegen ein Lenkrad gefallen? Nee. Nicht? Wie war der Name, Frau Falke? Ja. Frau Falke, ganz kurz. Wie alt sind Sie? 15. 15, dann können wir noch du sagen, ne? Ja. Bist du dir da ganz sicher, dass das so gelaufen ist, wie du uns das jetzt erzählst? Weil wir haben da hinten einen roten Golf.
An dem Lenkrad ist Blut, direkt neben dem Auto ist Blut und eine Blutspur führt bis hierhin. Möchtest du uns da jetzt erzählen, dass dein Kopf aus Versehen gegen das Lenkrad gekommen ist, oder? Das ist die Freundin von meinem Bruder. Also sie kennen sich. Sie kennen sich. Ja. Okay. Was heißt die Freundin? Ja. Ihr guckt dabei, ne? Mein Bruder, das ist die Freundin. Die sind zusammen von oder Pärchen? Ja. Okay. Hm. Gut, dann ist das wahrscheinlich kein Zufall, dass jetzt sie in dem Wagen von ihr war. Und sie sind sich sicher, dass der Bruder von Ihnen, also Ihr Bruder, keinen Schlüssel noch hat? Nein. Also okay, ist jetzt auch kurz geschlossen, der Wagen, 16. Dementsprechend. Ja. Sie sehen, die Person ist verletzt, das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Wie ist das Verhältnis zu ihr? Haben Sie irgendwie ein schlechtes Verhältnis oder? Nee, gar nicht. Okay. Ist dein Bruder auch hier? Nee, nicht dein Bruder, Quatsch, dein Freund, der Bruder von ihr. Ja, dann müsst ihr hier da vorne sein. Wart ihr zu zweit im Auto oder was? Okay. Jetzt können Sie uns ruhig sagen, ist der auch verletzt? Guck mal, ich guck mal eben. Ja, guckt durch Papier, ne? Ja. Doch schon kommen Florian Winter, der Bruder der Fahranfängerin, und sein Kumpel entgegen. Die beiden haben offenbar genauso tief ins Glas geschaut wie die 15-jährige Schülerin. Als die beiden Jungs hier angekommen sind mit ihrer Schubkarre, konnte man relativ schnell eine Gemeinsamkeit mit unserer vermeintlichen Unfallfahrerin, verletzten Unfallfahrerin feststellen. Nämlich die beiden Jungs waren ebenfalls augenscheinlich stark alkoholisiert, sehr unsicherer, wackeliger Gang und auch eine sehr starke Fahne. Das spricht dafür, dass die unter Umständen gemeinsam Alkohol konsumiert haben. Und nach der Äußerung, die sie dann gegenüber uns getätigt haben, passt das natürlich auch zusammen. Der Linke ist der Freund. Okay. Und Sie wollten jetzt beide mit der Schubkarre Sie abholen und ins Krankenhaus fahren. Ja. Die sind tolle alle, Idee. Die sind alle hochachtungsvoll. Okay. Also wir haben alle was heute. Ja, wir waren feiern. Wie alt seid ihr? Ich bin 16. Ich bin auch 16. Ja. 15. Okay. Zweimal 16, einmal 15. Dann können wir, glaube ich, die Erziehungsberechtigten hier hinholen. Ja. Ihr packt. Genau, gut. Ja, wir warten jetzt. Sie können ja nochmal Ihren Vater schon mal anrufen. Na, ich sag mal eben Bescheid, du kannst mal hier aufdröseln. Ja, mach ich mal. Kommen Sie mal zur Seite. Für 15:31. Wer ist denn, also so wie es hier aussieht, wir haben Blutanhaftung am Lenkrad gefunden. Ja, für das dich heißt, zur Kenntnis, wir haben hier 2x16, einmal 15. Was heißt denn das? Sie haben geschaltet und sie ist gelenkt oder was? Nein, also sie erst am Anfang gefahren, danach ich kurz. Und dann also sie haben sich abgewechselt? Ja. Okay, was wollten Sie damit erreichen? Ein bisschen rumfahren. Ein bisschen rumfahren, okay. Hm. Gut, ich merke schon, der Pegel ist auf jeden Fall. Ne, haben Sie gut was getankt? Was gab es heute? Bier war es ja wohl nicht. Sie wissen es nicht mehr so viel, okay. Der Bruder der Fahranfängerin hat das Auto seines Vaters auf dem Parkplatz entdeckt und einfach kurz geschlossen. Das war möglich, weil seine Schwester vor lauter Aufregung wegen des Bewerbungsgesprächs vergessen hatte, es abzuschließen. Ja, wir haben natürlich strafrechtlich einige Dinge. Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Verkehrsunfall kommt noch hinzu, Diebstahl von Kfz. Das sind natürlich sehr viele Dinge, die hier zusammenspielen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wer hat die Straftaten wie, wann begangen. Wir haben natürlich hier ein Alter, einmal 15 und zweimal 16 Jahre, wo die Strafmündigkeit noch nicht 100% gegeben ist. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wer welche Straftat begangen hat. Und wenn wir das auseinanderklamüselt haben, dann können wir nachher die Eltern hinzuziehen. Und dann müssen die Eltern natürlich stellvertretend für ihre Kinder auch unter Umständen gerade stehen. Ich mache schon mal Bilder, ne? Ja, alles klar. Gut, ihr könnt schon mal mit in den Krankenwagen. Da ist es warm. Okay. War eine schlechte Aktion. Und da wird er auf jeden Fall noch Post zu kriegen. Die nächste Station für Moritz Breuer und Paul Richter ist eine Pizzeria in Köln-Ehrenfeld. Dort gilt es, einen Diebstahl aufzuklären. Hör mal, du bist die Einzige, die gekommen ist. Okay. Sprechen Sie mal ganz kurz mit uns. Also wir sind gerufen worden wegen eines Diebstahls. Ist Was ist denn weggekommen? Genau 500 Euro aus meinem Tresor. Und meine Angestellte Judith. Ich war das nicht. Udo, du bist so lange. Du bist übrigens gekündigt, das weißt du ja, ne? Aber also ich bin auch das Hören Sie mir erstmal ganz kurz zu. Ich heiße Breuer Polizei Köln, wie heißen Sie denn? Ich bin der Besitzer hier. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage, oder? Haben Sie einen Ausweis dabei? Habe ich dabei. Dann geben Sie dem Kollegen mal einen Ausweis und zeigen Sie mal den Kollegen den Tresor, worum es denn eigentlich geht. Schnell ist klar, der Täter hatte ganz offensichtlich Insiderwissen. Nur so konnte er die 500 Euro aus dem Tresor stehlen. Also der Tresor, ganz offensichtlich, der hat zwar Beschädigungen, aber jetzt, die deuten nicht darauf hin, dass er gewaltsam geöffnet worden ist. Ja. Der Herr sagt auch tatsächlich, dass
wie soll ich sagen, dass irgendjemand wohl die Kombination halt benutzt hat. Ja, das hat. Kannst du kennt kann, okay. Nur nicht. Ich kann so, mir auch nicht und erklären. Das sind wohl die einzigen beiden Personen, die ja diese Kombination haben. Wer arbeitet denn noch hier? Ein Koch hat da noch? Ja, das ist mein Neffe im Übrigen. Okay, also, okay. Aber der kennt die Kombination auch nicht so. Nein, nein, nein. Und die kann er auch rein theoretisch nicht aufgeschnappt haben? Das wäre wie den Nadel im Heuhaufen, das geht gar nicht. Also das, wir waren die Einzigen, weil wir die Abrechnung gemacht haben, das Geld lag immer da drin. Okay. Sie ist die Einzige, die das kennt, zack, ab. Haben Sie auch mal einen Ausweis da, bitte? Ja, auch hinten. Holen Sie den einmal, bitte. Herr Dahl, das heißt... haben Sie auch eine Tasche oder sowas? Ja. Nehmen Sie die bitte gleich. Herr Dahl, kommen Sie mal gerade zu mir. Kommen Sie mal zu mir. Das heißt, Sie und, ich fasse mal zusammen, und Ihre Angestellten sind die Einzigen, die die Codierung für diesen Safe kennen. Richtig. Ihr Koch ja, hat Marc, die nicht. Ja. Nein. Wie lange ist er schon hier? Den kenne ich seit der Geburt, das ist der Sohn von meiner Schwester. Okay, aber, okay. Herr Dahl, ich würde es einmal kurz, sonst haben Sie keine Kunden hier gehabt, ne? Außer nee, das ist der einzige Gast. Darf ich Sie einmal kurz unterbrechen beim Essen? Vielleicht haben Sie mitbekommen gerade, hier ist ein bisschen Geld weggekommen. Haben Sie irgendwas mitbekommen, was ich hier im Laden war? War jemand Fremdes drin? Nichts gesehen? Nichts gehört, nein. Bis auf das Theater jetzt hier, aber sonst. Ja. Keine Ahnung. Grundsätzlich sind Zeugenaussagen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens natürlich von besonderer Wichtigkeit. Zum einen können wir noch mal eine andere Perspektive mit in den Sachverhalt mit aufnehmen. Und zum anderen können wir da Informationen gewinnen, die unter Umständen uns vorenthalten werden. Wir können halt auch keinen hinter die Stirn gucken, sondern müssen immer das erstmal hinnehmen, was uns die Leute erzählen. Und wenn dann ein Zeuge dazukommt, kann das schon sehr hilfreich sein. In vielen Fällen ist es allerdings so, dass wir tatsächlich ohne Zeugen weiterkommen müssen, denn letzten Endes nicht jeder bekommt so eine Situation mit. Also er hat auch nichts gesehen. Wann war das letzte Mal jemand am Safe? Laut Ihren Erkenntnissen. Ich habe die Abrechnung gemacht. Heute oder gestern? Ja, heute. Heute. Nach unserem letzten Gast. Aber ich gebe dir auch mal den Ausweis von Frau Hilgers. Ich habe das Geld in den Safe gebracht. Frau Hilgers, hören Sie einmal ganz kurz. Ja, da wir jetzt nicht ausschließen können, dass Sie vielleicht nicht doch was mit dieser Sache zu tun haben, ja? Weil Sie letztlich auch die Kombination für den Safe hatten, schaue ich mir einmal Ihre Tasche genauer an, ja? Frau Hilgers, die Birresbrauner Straße ist noch aktuell bei Ihnen, ne? Ja. Gut. Was ist da drin? Geld. Aber nicht 500 Euro, oder was? Nein, 650 Euro. Ach. Die hab ich von meiner Mama gekriegt. Von deiner Mama gekriegt? Ja. Wie kommen Sie die... Okay, Sie... Ja, sieht jetzt natürlich blöd aus. Was soll ich Ihnen sagen? Ich habe nachher einen Termin mit meinem neuen Vermieter. Ich muss die Kaution bezahlen. Und meine Mama hat schon mein Geldproblem mitgekriegt. Ja, und deshalb fehlen die 500 Euro. Warten Sie doch mal bitte her da. Und Ihre Mutter würde das jetzt auch bestätigen, wenn wir die kontaktieren natürlich. Würden? Ja, natürlich. Sie können die auch wieso sagen Sie denn nichts, wenn ich Ihre Tasche nehme und Sie wissen, Sie haben da einen Umschlag mit Geld drin? Ja, weil der Verdacht dann direkt auf mich gelenkt wird. Ja, aber so finde ich das mit Geld und es wird noch schlimmer. Moritz Breuer kontaktiert selbstverständlich umgehend die Mutter, die Aussage ihrer Tochter allerdings bestätigt. Die Vernehmung des Kochs wird jäh von einem lautstarken Streit vor der Tür unterbrochen, dem die Beamten sofort nachgehen. Guten Tag! So geht das. Du musst das abgeben. Guck mal, der hat Geld in der Hand. Herrschaften. Guten Tag. Guten Tag, was haben Sie denn in der Hand, wenn ich fragen sehen kann? Hallo. Hallo. Das hat mir gerade hier einmal gefunden. Das haben wir gefunden und er muss das eigentlich Ihnen geben. Das gehört nicht uns. Wieso? Ich hab den gefunden. Wo haben Sie den gefunden? Hat kein Fall. Im Müll. Was machen Sie denn am Mülleimer? Ja, wir muss, ich guck da immer, ob ich was zu essen da noch. Zeig mal den Mülleimer, wo Sie das her haben. Da. Hier rechts. Ja. Wo dat? Und haben Sie das hier rausgeholt oder was? Das lag hier in der Serviette, da war das eingepackt. Da ich das raus, darf ich das mal haben gerade? Ja, sicher. Ja, das wäre schon der feinere Weg. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass niemand bei Bewusstsein oder im Bewusstsein Geld wegzuwerfen das halt macht. Also, das ist ja nicht meine Schuld. Wenn nee, aber wird, dann, ich find das, dann ja, aber der aufrichtige Bürger wird es abgeben, sagen wir es mal so. Genau, er wollte das mit mir teilen. Ich bin ja am Flaschen sammeln, ja. Ja, ich auch. Und okay. ich bin einmal bitte die Ausweise. Obwohl sie dringend tatverdächtig sind, geht das Schicksal der beiden offenbar mittellosen Flaschensammler nicht spurlos an Polizeioberkommissar Paul Richter vorbei.
Also bei aller Gesetzestreue muss ich natürlich auch irgendwo damit leben, dass es Situationen gibt, die mir als Mensch irgendwo nahe gehen. Und wenn wir vom Großstadt-Flair hier mal ausgehen, dann wissen wir, dass hier in Köln viele Personen unterwegs sind, die zum Beispiel Flaschen sammeln oder andere Gegenstände, die sie brauchen können, aus dem Müll mitnehmen. Rechtlich gesehen habe ich es ziemlich deutlich, glaube ich, erklärt, dass dieser Müll trotz allem nicht herrenlos ist. Jetzt habe ich aber auch ein Auge irgendwie zu bei solchen Sachen, denn was der eine wegwirft und der andere noch brauchen kann, muss ja nicht unbedingt auf der Kippe landen. Also ich muss ja so einen Mittelweg finden. Letzten Endes bleiben wir aber auf der, am Sachverhalt stehen und müssen sagen, dass wenn es um wertvolle Sachen geht und der Eigentum zurückgewonnen werden will oder zurückgewonnen werden muss, da das Recht nicht auf der Seite dieser in Anführungszeichen armen Person an der Mülltonne war. Warten Sie mal hier. Lassen Sie mal stehen hier. Da kommt das Geschrei hinten aus der Küche. Hey! Runter mit dem Messer! Hey, hey! Weg. Messer weg! Weg von dem. Weg! Messer weg! Zurück! Was ist hier los? Lass die Hände oben. Was ist los? Was soll los sein? Der schuldet mir Geld, der Penner. Schon seit Monaten schuldet er mir Geld. Ja. Den Geld geliehen. Vor einiger Zeit. 7.000 okay. Euro. Wir haben ausgemacht, 500 Euro jeden Monat haben wir ausgemacht. Und nichts bis heute. Nichts bis heute. Und heute wollte ich meine Cola haben hier. Ja, hab ich dir doch gegeben, wenn du das ja, siehst. Ja, die Servette packt er, die in der Servette, der Idiot. Wenn du das für dich siehst. Woher soll ich wissen, dass die Cola in der Servette ist? Ich hab extra drauf gezahlt. Ja, Moment. Ist gerafft. Moment, ist das Geld, was jetzt draußen im Müll lag? Ist das richtig? 500 Euro, genau. Ich krieg normalerweise von jedem Monat 500 Euro von ihm. Okay. Als Rate. Ja, okay. Und die hat er wohl... Ja, keine Ahnung, hat er besorgt. Also ich habe ihn jetzt nicht angestiftet, das will ich gleich mal dazu sagen, dass er das irgendwie geklaut hat. Mir egal, wo er die hernimmt. Ich will nur meine 500 Euro haben und die hat er in eine Servette getan. Ich habe vorher Nudeln gegessen. Ja. Hab das, ja, angeblich hat er in eine Servette getan und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Er hat es mir wohl gezeigt. Ich habe überhaupt nichts gerafft. Ja, wir haben jetzt gerade fälschlicherweise in der Tonne für Kunststoffe eine letzte Portion Nudeln aufgefunden, sowie die Serviette und die zwei Herrschaften, die sich da draußen gerade an der Mülltonne bereichern wollten, hatten uns gegenüber diese 500 Euro in der Hand. Also Sie sollten die heute bekommen. Genau. Er hat, so, dann haben Sie nicht gemerkt, dass die abgeräumt wurden oder was. Wer hat einen Tisch, Service gemacht, die junge Dame, ne, bestimmt. Ja, haben Sie den Tisch abgeräumt? Ja, das war der Müll. Den habe ich vorhin abgeräumt, weil der fertig war mit dem Essen. Wie war denn der Name des Kochs hier? Haben Sie einen Ausweis dabei? Haben Sie einen Ausweis? Das ist mein Neffe. Also, ja, das haben wir schon zur Kenntnis genommen. Meine Frage ist... Wie kommen Sie denn an das Geld ran? Wieso haben Sie die 500 Euro her? Das verstehe ich jetzt aber auch irgendwie. Ja, ich habe, wo Judith einmal die Abrechnung da reingepackt hat, geguckt, wie der Code heißt. Hey. Und dann habe ich mir den aufgeschrieben. Du warst das? Und dann... Ja. Du warst das? Was? Und ich will Udo, Judith lassen? Udo, mal, du weißt... Wir sind du weißt ja wohl... Hallo? Aber du weißt... Ich hatte den guten Job und jetzt verdiene ich gerade das meiste hier. Und letztes Jahr lief. Du bist unter Gottes Gnaden hier bei mir am Arbeiten. Ja, aber letztes Jahr lief echt mies. Unfall. Ich habe mich. Ja, Unfall. Was ist? Ich, das meine. Warte mal, die Judith kenne ich länger. Ja. Die arbeitet länger hier wie du. Ich kenne dich zwar als so ein kleiner Witz. Aber er hat mich auch unter Druck gesetzt. Ich musste irgendwie das Geld ja auftreiben. Ja, warst du an dem Tisch? Und ich wollte. Haben Sie auch noch was dabei? Du bist. Judith, ich muss dich, glaube ich. Du? Aber ich gebe dir jeden Cent wieder. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Wir auch, mein Freund. Herr Dahl, das ist Diebstahl letzten Endes in der Familie, ne? Von der einen Seite. Ja. Für uns wäre das jetzt ein Antragsdelikt. Wenn Sie einen Antrag stellen wollen, würden wir einen Diebstahl aufnehmen. Zu Lasten ihres Neffen. Udo, ich gebe dir das Geld doch komplett wieder. Aber ich hatte es jetzt nicht. Und er setzt mich halt unter Druck. Hör mal, du hast nicht sowas von der Deutsch. Nein, Anzeige mache ich natürlich nicht. Könnte ich allein wegen meiner Schwester nicht. Also. Dann muss ich trotzdem kurz mit Ihnen sprechen. Die Sache mit dem Messer ist, passt nicht, ne? Ja, bin halt Polizei schon mal Scheinung getreten in der Vergangenheit? Schon mal aufgefallen? Nein, natürlich nicht. Der Kollege macht gleich mal eine Abfrage. Und dann fahren Sie zur Vernehmung, müssen wir mitkommen einmal, ne? Ja, genau, wir müssen einmal. Fahren Sie vernünftig? Ja, ich verhalte mich vernünftig, keine Sorge, ich bin halt nur wirklich, ich renne schon seit Monaten dem Geld hinterher. Irgendwann reicht's. Der Mann muss sich wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten.
Ich hab hier was, das möchte ich gerne loswerden. Ja? Wo kann ich das hinstellen? Sind Sie Archäologe oder so? Nein, nein. Für das, was du mir angetan hast, wirst du bezahlen. Mir ist jemand in mein geparktes Auto gefahren. Ihr Auto? Ja, hier hat's ordentlich geschippert. Da ist aber Blut, okay. Guck mal hier.